Ein herzliches Hallo, es ist wieder Zeit für den Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli D. Und wie immer ist auch wieder dabei der Stefan Koch. Hallo Stefan. Hallo Olli, grüß dich. Der Ball fliegt wieder durch die Arenen, der Ball in Orange. Hast du dich schon wieder dran gewöhnt? An Basketball, an BBL, Euroleague und was da sonst noch alles so für Ligen gibt. Ja. Eurocup, nicht zu vergessen. Ja, habe ich mich schon dran gewöhnt, habe auch schon jetzt wieder ein bisschen was gearbeitet und auch ein bisschen was nebenbei geschaut. Und mir tut das grundsätzlich gut, wenn der Ball wieder fliegt und Basketball stattfindet. Das glaube ich dir. Das ist ja dein Sport, weil du redest mit mir nie über Handball. Wir reden auch nicht über Unterwasserschach. Genau, denn es ist Talking Basketball. Und wie ihr es gewohnt seid, haben wir neben dem überragenden Stefan Koch immer noch einen überragenderen Teilnehmer dabei, einen Gast. Und heute einen aktuellen Spieler. So ist es. Einen, der aus einer Basketball-Hochburg kommt. Spötter oder böse Zungen, nicht Spötter, böse Zungen würden jetzt sagen, es ist nur eine ehemalige Basketball-Hochburg mittlerweile in Nordrhein-Westfalen, die aber in den 90er Jahren, in denen er geboren wurde, eine dominante Kraft im deutschen Basketball war mit ganz vielen Meisterschaften. Und dann hat er sich gesagt, ach, gehe ich doch mal in die USA, das ist ja noch cooler als NRW und eine Halle gegenüber vom Fußballstadion. Und er ist dann in die USA gegangen und seitdem ist er zurück in Deutschland und hat dort, wenn ich richtig auf dem Schirm habe, mittlerweile seinen vierten Club. Ja. Ja, so jetzt. Er wandert ein bisschen durch die Region, ne? Ja, der hat so Süden, Rheinland, Norden und jetzt Osten auf dem Schirm, ne? Und bevor wir mehr verraten, Olli, stell ihm doch mal unsere berühmte erste Frage. Die allererste Frage. Und deswegen machen wir diesen Podcast ja eigentlich. Nur wegen dieser ersten Frage. Nur wegen dieser ersten Frage. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Ja, Pomni Watt. Jo. Und war das jetzt abgehackt? War das jetzt richtig? War das jetzt technisch? Nee, das war kein Wolfgang, kein Arnold, kein. Wie war das? Pomni Watt. Der ist. Mann, was hast du dazu? Das sind drei Teile. Und eigentlich ist das so im Thailändischen sozusagen einfach der zweite, der Sohn, so eine Art, sowas wie Junior, Senior. Okay. Nichts Wildes. Also, aber es ist wirklich ein Wort oder ein Begriff, der aus drei Teilen besteht. Es sind jetzt nicht drei weitere Vornamen. Nein, das sind es nicht. Also der war mal zusammengeschrieben, aber bei der Passausgabe damals in Deutschland haben sie das irgendwie dann doch auseinandergeschrieben, weil meine Mutter es so pronounced hat. Und dann ist es leider so gekommen, dass sich das jetzt in drei Teile geteilt hat. Ich gehe davon aus, oder ich weiß es natürlich, deine Mutter ist Thailänderin. Genau. So, und jetzt, bevor wir die Leute da weiter spekulieren lassen, ich glaube, die meisten wissen es schon. Lieber Gast, wer bist du? Martin Bräunig von den MBC Weißenfelswölfen. Herzlich willkommen, Martin. Dankeschön. Ein Freu mich Wolf. Sehr. Thailand kommen wir gleich hin. Wir haben ja mal das Glück, dass wir bei dem Podcast auch unseren Gast sehen und jetzt alle, die Bartträger sind, fragen sich natürlich, wie pflegt Martin Bräunig seinen Bart? Hast du Tipps? Bei uns, bei Stefan und mir, das kommt nicht an, sicherlich. Aber es gibt ja viele, die einen Bart haben. Weil der so gepflegt aussieht, weil der so... Es geht. Also sagen wir es mal so, ich pflege den jetzt nicht so extrem oft, weil durch viele Training bin ich viel unter der Dusche. Ich versuche ihn halt auch feucht zu halten, weil wenn er austrocknet, fallen, das ist wie bei normalen Haaren, da fallen sie raus. Und ich hatte auch, ich glaube, das war letztes Jahr zu Weihnachten, ein schönes Bartglätteisen bekommen. Das funktioniert ganz gut. Meine Frau hat einen schönen Föhn, den ich auch ab und zu benutze. Also für bestimmte Occasions, für ein Spiel und so, mache ich den schon mal ein bisschen gerader. Und wo ich so einen kleinen Tick drin habe, ist auch, ich lasse nicht
jeden Barber oder Friseur daran. Ich gehe zum Friseur, lass mir die Haare schneiden, egal wie schlecht der Bart aussieht. Und wenn ich sage, okay, die Haare sind gut, dann darf man es mal mit dem Bart probieren. Aber so generell lasse ich beim ersten Mal in einem neuen Verein, wo ich einen neuen Friseur habe, nicht erstmal dran. Du warst ja nicht immer Bartträger, wenn man sich Fotos von dir anschaut. Warum bist du es jetzt? Was hat den Wandel ausgelöst? Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also ich weiß nur, dass ich in den USA war. Da war ich zuerst an einem allerersten Stop in der Military Academy. Da ging es dann wirklich jeden Tag oder alle zwei Tage morgens um 5.30 Uhr rasieren. Ob er dadurch schneller gewachsen ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr und irgendwann habe ich gesagt, na, ich müsste mal probieren mit einem Vollbart. Und das ist wie mit den Leuten, die gerne lange Haare haben. Sie wollen es irgendwann probieren und dann passt es oder passt es nicht. Und dann schneiden sie die ab oder lassen sie. Ja. Stefan kennt ja nur Bart Simpson. gibt es denn welche, die sagen, ach komm Martin, mach das mal wieder weg? Oh ja, ganz, ganz viele enge Freunde, sogar Familienmitglieder sagen das, aber mir gefällt es und solange es meiner Frau nicht stört, behalte ich ihn auch. So sieht's aus. So muss es sein. Ja, weg vom Bart hin zu Thailand. Sprichst du Thailändisch? Tatsächlich nur so 10 Wörter. Ich kann zählen, also ich kann zählen, wie viele Punkte ich mache auf Thailändisch, aber so ein paar Wörter, ich weiß genau, was schneller heißt und sowas, aber mehr auch nicht. Erzähl doch mal bis 5. Nüng, Song, Sam, Si, Ha. Nüng, Song, Sang, Sing, Ha. Ja, fast richtig. Gut, war sehr gut, war sehr gut. Ja. Ja. Du hast Talent. Und was heißt Null, damit wir auch was auf Olli beziehen können? Oh Gott, wenn ich das jetzt wüsste. Das weiß er nicht. Ja, ich weiß nur, wie es mit 10 weitergeht. Okay. Aber das System beim Zählen eigentlich genau wie in Amerika eigentlich, dass man immer sagt, die 10 und die 1, die 10 und die 2. Ja, okay. Das haben wir ja erstmal nicht. Wir haben ja 11, 12. Ja. Obwohl, doch, ne? 13. Ja, doch. Macht eigentlich Sinn. Naja, okay. Ich habe mich da vertan. Also die 10 und die 1 ist die 11. Das stimmt also auch nicht so ganz. Ja, genau. So im Englischen passt es dann doch nicht. Ja, ja. Glaubt ihr nicht. Durch deine Mutter hast du natürlich thailändisches Blut, aber wie viel Thailänder bist du denn? Merkst du da was? Bist du anders als der herkömmliche, hundertprozentige Deutsche? Bist du, wie sind denn Thailänder? Entspannter. Also, entspannter. Entspannter. Unpünktlicher. Ich bin auf jeden Fall ein besserer Autofahrer, sagen wir es so. Ich merke da jetzt eigentlich nichts von. Also meine Mutter ist voll Thai, mein Bruder ist auch voll Thai, weil wir haben verschiedene Väter. Ja. Ich bin halb, meine Schwester ist auch halb und ich denke mal, man würde das eher sehen, wirklich, wenn ich kein Bart habe, dass ich eher asiatische Herkunft habe. Und ansonsten merke ich da eigentlich nicht viel. Wie oft warst du schon in Thailand? Besuchst du das Land regelmäßig? Hast du Kontakt dorthin? Als ich jünger war, bis circa 8, 9 Jahre alt, also als ich 8, 9 Jahre alt war, war ich das letzte Mal dort. Da waren wir eigentlich jeden Sommer da. Mein Onkel war auch Mönch in Thailand. Wir sind da immer sehr viel rumgereist und haben Familien. Das ist ganz komisch in Thailand. Also egal, ob es eine enge Freundin ist oder eine Freundin, für meine Mutter war immer alles, das ist Tante. Das ist immer die Tante, das ist Tante. Und deswegen bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie viele Familienmitglieder ich damals besucht habe. Aber ich weiß ganz genau, wir sind sehr, sehr viel gereist, haben viele verschiedene Sachen gemacht. Und ich glaube, das erste Mal mit meiner Frau vor 3 oder 4 Jahren, das letzte Mal in Thailand, da waren wir dann nur allein zu zweit und haben uns da auch ein bisschen umgeschaut. Thailand, du sagst, du bist als junger Mensch, als Kind schon dort gewesen. Thailand und Basketball, hast du da irgendwas erlebt oder ist das so gewesen, dass du gesagt hast, nee, da ist mir überhaupt nichts aufgefallen, weil wir müssen natürlich Thailand, Basketball, Martin Bräunig,
müssen wir natürlich auch drüber sprechen, weil es ja durchaus auch, da kommen wir vielleicht später zu. Also erstmal, bleiben wir erstmal bei der Frage hier, inwieweit hast du Basketball in Thailand wahrgenommen? Gar nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja erst Basketball mit circa 12 angefangen habe und vorher war ich ein riesen David Beckham-Fan. Also als der bei Manchester United war, ich war in Thailand, da war immer alles günstiger. Ich habe die Trikots von ihm gekauft, ich habe mir seinen Haarschnitt schneiden lassen und ich war so ein richtig David Beckham-Fan und in meinem Glauben habe ich auch fast so gut spielen können in dem Alter. Aber nein, das ist tatsächlich, habe ich da nichts vom Basketball mitbekommen. Wir haben ja darüber gesprochen, Leverkusen, oder beziehungsweise ich habe es umschrieben, aber jetzt ist es klar, du bist in Leverkusen aufgewachsen. Hast du auch in Leverkusen bei Bayer gekickt? Beim Fußball ist das ja ein bisschen anders gewesen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage anders ist. Wir haben ja so verschiedene Dörfer, wir haben verschiedene Regionen in Leverkusen. Damals war ich beim SV Schlebusch, da war ich auch wirklich gut, war auch jedes Jahr Torschützenkönig und hatte dann Probetraining bei den Bayer Leverkusen Jünglingen. Habe es aber nach ein paar Monaten nicht geschafft ins Team, weil da hat man schon gesehen, ich war einfach eineinhalb, zwei Köpfe größer als jeder andere und die hatten dann nicht gedacht, dass ich schnell genug wäre oder was weiß ich, für warum sie mich auch nicht genommen haben. Und deswegen kann ich ja jetzt nicht viel drüber erzählen. Warst du der klassische Neuner vorher, der vorne die Dinger da reingemacht hat, den wir ja jetzt suchen? Nee, ich war tatsächlich, ich habe immer in einer Mittellinie gestanden, den Ball ganz weit nach vorne gekickt und ich bin immer gelaufen wie verrückt, habe dann die Tore geschossen. Dann hat sich das irgendwann geändert, dass ich glaube, das war dann in der C-Jugend, fängt man ja dann übers ganze Feld an. Also das heißt, glaube ich, E-Jugend nur so Halbfeld, dann C-Jugend geht, glaube ich, komplett übers ganze Feld. Da war es dann eher so zentrales, offensives Mittelfeld, dann ist es wieder nach hinten gegangen und irgendwann am Ende hatte ich nicht mehr so viel Lust auf Fußball. Dann bin ich tatsächlich im Tor gelandet. Und und dann habe ich es auch sein gelassen, dann habe ich Basketball angefangen. Warst du ein großes Kind? Ja, schon. Meine Mutter ist auch sehr groß. Die ist 1,68 für eine Thailänderin. Das ist sehr, sehr groß. Und du hast ja selbst gesagt, du bist dann bei Leverkusen im Fußball letztendlich nicht genommen worden. Jetzt hast du gesagt, du hattest dann auch keine Lust mehr auf Fußball. Das heißt, Da kamen beide Faktoren zusammen und die Liebe zum Basketball ist wie entstanden? Durch meinen Bruder. Er hat an der Seite ein bisschen auf die Kürbe geschmissen am Gummiplatz und irgendwann habe ich es probiert. Ein paar Wochen später war es dann in der Basketball-AG und da haben sie gesagt, boah, du kannst das ja recht gut. Und hier gehen wir mit dem einen mit, der spielt bei TSV Bayer Leverkusen in der U12. Ich glaube, war das U12 oder 14? Ich glaube, das war noch so das ganz Ende von der U12. Also das war schon Ende der Saison von denen. Und dann bin ich erstmal mit zum Training der vierten Mannschaft gewesen. Und dann haben sie gesagt, sag mal, du bist zu gut, geh mal lieber in die erste Mannschaft. Und dann hatte ich da viel schnelleren Fortschritt gesehen, dass ich immer Teams übersprungen habe. Und das war für mich auch ein bisschen mehr Ehrgeiz, dann noch besser zu werden. Und du hast den Ehrgeiz angesprochen, war es letztendlich auch eine Frage des Ehrgeizes? Also du warst ja dann in Deutschland sehr schnell auch ein erfolgreicher Jugendspieler. War es auch eine Frage des Ehrgeizes, die Entscheidung für die USA zu treffen oder war das eine andere Motivation? Ich denke beides. Also für mich ging es schon immer darum, besser zu werden, als ich vorher war. Also ob es jetzt von Saison zu Saison ist oder ob es von der Position aus ist, dass ich immer besser bin als der auf meiner Position. Aber für mich war es einfach, ich wollte schon immer in die USA. Also mein Bruder, es gab dann eine Story, dass ich auf dem Freiplatz war, ich kann mich nur so halb dran erinnern, dass mein Bruder mir gesagt hat, also wo Leute mich gefragt haben, wo ich nicht spielen möchte, habe ich gesagt, ich gehe in die USA. Ja, und das war mit 14 Jahren. Da hat mein Bruder gesagt, ey, warum erzählst du sowas? Warum bist du so abgehoben? Warum erzählst du sowas? Sag sowas nie wieder. Und dann hat der, als ich 2 Jahre in den USA war, tatsächlich zu mir gesagt, wenn verrückte Träume wahr werden und ich wirklich in den USA bin, ab dem Punkt, als ich dann im zweiten Jahr im College war. Und
Es war einfach unglaublich und das war einfach, wie gesagt, so ein Traum wird wahr. Für viele, die das auch machen wollen, wie bist du denn an diese Academy, Military Academy gekommen? Wie bewirbt man sich? Was hast du gemacht, um dann in die USA zu kommen? Was muss man vorher tun? Ich habe tatsächlich gar nichts gemacht. Ich habe ja damals die Jugendnationalmannschaft mitgespielt. Das war ja die U16 und U18. Und nach der U18 war das so, dass ich glaube, Kai Blümel war damals mein Trainer, mich dann auch gefragt hat, hey, hier hat mich jemand angesprochen von der San Francisco University, hättest du Lust und Interesse? Aber zugleich habe ich auch mit jemandem geschrieben, der natürlich so ein Assistant Coach bei dieser Military Academy war. Und dann war das, okay, wie mache ich das jetzt? Gehe ich jetzt direkt ans College oder versuche ich noch ein Jahr mehr andere Angebote anzuschauen und mir ein College auszusuchen? Und ich glaube, das war ein bisschen risky, aber ich habe es gewagt, dann doch dieses Jahr noch abzuwarten und dann, um mir noch ein paar Colleges auszusuchen zu können. Das heißt, die Entscheidung für... Oh, Entschuldigung, Stefan, mach du es. Nö, bitte. Ich wollte nur fragen, wie das so, das klingt ja militärisch, steckt ja im Namen drin, ne? Logisch. Ja. Wie war denn das da für dich? Du warst noch keine 20, noch zwischen Erwachsensein und Jugend, irgendwie so dazwischen, da rennt der kleine Martin Bräunig durch diese Akademie. Wie war das? 5:30 Uhr rasieren. Ja, 5:30 Uhr rasieren. Also wir mussten da um 6 Uhr schon draußen stehen und wirklich stramm stehen. Echt? Habe ich 6:30 Uhr gesagt? Ich meinte 6 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich 6:30 Uhr gesagt habe. 6 Uhr. Und da wird dann immer aufgerufen, ja, hier A-Unit, B-Unit und alle sind da und muss durchgezählt werden, ob jeder da ist. Also ich muss sagen, es war ein richtiger Kulturschock. Das ist natürlich, wenn man so, ich war auch ein paar Tage vorher in New York. Ich habe zu meinem Papa gesagt, pass auf, wenn ich jetzt schon in die USA reise, mache ich ein paar Tage in New York und dann fliege ich weiter nach Milwaukee. Und das war dann natürlich, boah, New York, wow, schön, alles cool. Und dann kommt man natürlich in diese Military School, wo nur Jungs sind und wirklich da alles punktgenau sein muss und alles muss perfekt sein, das Bett muss gemacht sein. Also das war schon ein Kulturschock und das war auch, zum Glück hatten wir da öfters Ferien, wie bei uns in der Schule. Wir hatten Herbstferien, Winterferien, Sommerferien, Frühling und das war zum Glück, wo ich dann nach Hause fliegen konnte. Jetzt war das ja eine Prep-School und du hast dich ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, bewusst für Prep-School entschieden, ja, weil du gesagt hast, dann habe ich noch ein Jahr mehr Zeit, mir ein College auszusuchen und bin ich auf die ganz kleine Auswahl, die ich aktuell habe, angewiesen. Genau. Warum dann eine Military Prep-School? Ich meine, es gibt ja auch andere. Ja, aber wie ich das verstanden habe damals, ich war ja noch jung und natürlich, wenn man mir was erzählt, dann denke ich auch, dass es wahr ist, waren es nicht viele Military Prep Schools, weil das war so einer der ersten Jahre, wo das angefangen hat. Und es ging ja darum, in einem Military Prep School, dass man zu einer High School geht, aber dort schon Junior College Kurse nimmt, Lessons nimmt und dann, dass man von da aus dann in die Richtung schon Vorbereitungen macht. Man muss ja auch diese Aufnahmetests machen, diesen ACT-Test, einen SAT-Test für das College und dass man dafür auch schon trainiert und lernt und alles Mögliche und deswegen war das auch so einer der Sachen, warum ich das gerne machen möchte, weil natürlich war ich nicht perfekt in Englisch. Ich kannte nur dieses, ja, wir gehen in den Supermarkt rechts, links, geradeaus oder da sind die Sachen. Aber gelernt habe ich es tatsächlich nur dafür, dass ich in den USA gelebt habe. Auf welchem Niveau bewegt sich das Basketballprogramm an einer Military Prep School? Wir haben, also das Niveau kann man, das ist auf jeden Fall kein College-Basketball. Das ist was ganz anderes. Also das ist schon eher Highschool- oder Junior-College-Basketball. Also ich weiß ja nicht, die Leute, die sich immer die Leute angucken, wie Zion Williams, als ich im Highschool gesehen habe, man trifft halt manchmal so ein, der extrem gut ist, aber dann auch nur einer von 4 Teams ist dann so ein Zion Williams drin und so kann man sich das dann auch vorstellen, dass dann einfach ein bisschen unorganisierter ist. So. So, und danach, wie oft habt ihr da dann trainiert und gespielt in dieser
School? Achso, genau. Prep School ist natürlich eine andere Regelung gewesen. Das heißt, wir durften jeden Tag trainieren und wir haben ganz jährlich Basketball gespielt, was ja zur normalen Highschool eigentlich ja nur 3 Monate ist. Normalerweise macht man ja Highschool für Basketball für 3 Monate und dann vielleicht Football oder Fußball oder was weiß ich für noch andere 3 Monate. Mhm. Okay. So, und dann hattest du mehr Auswahl an Colleges, nehme ich an, und du hast dich für Washington entschieden. Sind da für einen Deutschen aus Leverkusen die Erwartungen besonders hoch, weil da mal ein gewisser Detlef Schrempf war? Hast du davon was gespürt? Ich denke nicht, dass die Erwartungen hoch waren. Also ich möchte ganz ehrlich sagen, der Detlef war einer der Gründe, warum ich habe ihn da getroffen, als ich dort zu Besuch war. Mhm. Hat mir sehr viel vom College erzählt und fand ihn auch super nett. Und auch dieses Ansehen der University of Washington, die waren in einer sehr guten Conference, waren ein gutes Team mit NBA Prospects jedes Jahr. Und da wollte ich dann einfach nur hin und mich auch vergewissern, dass ich da hingehöre und so. Soll auch ein sehr schöner Campus sein, habe ich mal gehört. Ja, der ist riesig. Also ich musste schon ab und zu ein paar Classes droppen, weil ich einfach nicht über den Campus konnte in 10 Minuten Pause. Er war so groß, dass du keine Chance hattest. Selbst mit dem Fahrrad hättest du es kaum geschafft, weil er ist einfach so riesig gewesen. Okay. Aber du hast ja da nicht nur Basketball gespielt. Du musstest ja wahrscheinlich auch was studieren, ne? Was hast du studiert? Ja, natürlich. Ich habe so die ersten 2 Jahre habe ich mir ein bisschen Zeit genommen. Also das erste Jahr ist so ein bisschen Einführung, dann nimmt man verschiedene Kurse und ich musste, als Deutscher musste ich auch Englisch 101, Englisch 102, so die einfachsten Kurse nehmen, aber für mich war das ja schon, okay, ich spreche die Sprache, dann war es recht einfach für mich. Aber so im zweiten Jahr ging es langsam in die Richtung, was möchtest du machen, und da war es dann für mich so einfach Kommunikation, weil das so das Größte war für mich. Okay. Hast du einen Trotzdem. Abschluss gemacht? Hast du einen richtigen Abschluss? Bist du irgendwie jetzt, was bist du denn? Ja, ich habe einen ganz normalen Bachelor. Also ich habe einen ganz normalen College-Abschluss in Kommunikation. Also in den USA könnte ich viele Sachen machen, die was mit Kunden zu tun haben. Einfach, wo ich einfach in Gesprächen bin mit Leuten oder Verkauf oder sowas ähnliches. Also man kann das noch natürlich erweitern, aber ich habe da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht immer der Ehrgeizigste im Klassenraum, sagen wir es so. Willkommen im Club. Ja. Der neue RTL-Bachelor ist es nicht, Stefan, falls du da jetzt drauf eine Frage hättest. Nee, das bin ich nicht. Damit nichts zu tun. Nee. Okay. Danke, dass ihr mir so weiterhelft. Aber du bist doch nicht in Washington geblieben, ne? In der University of Washington. Warum wechselt man da? Ja, ich hatte mir selber viel erhofft in meinem ersten Jahr und im zweiten Jahr sogar noch mehr. Im 12. Jahr, was das zweite ist, habe ich sogar noch weniger gespielt als im ersten. Und dann habe ich gesagt, ich möchte meine Zeit nicht verschwenden. Also für mich war das dann entweder der Punkt, ich höre auf mit College, gebe es ganz auf, oder ich wechsle und fange komplett irgendwo von neu an, weil ein drittes Jahr drauf zu hoffen, ob ich spiele oder nicht, war nicht so mein Ding, und dann habe ich mich doch entschieden, dass ich es nochmal probiere, woanders in Montana. Jetzt ist es so, dadurch, dass du Transfer-Student warst, die NBA-Regeln sagen, 1 Jahr keine Spielpraxis. Wie hast du das verdaut? Wie hast du dich fit gehalten, nur über Training, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch fit gehalten, als junger Mensch, der eigentlich unbedingt aufs Feld will und eben auch in den NCAA-Spielen auf dem Court sein möchte? Das war auf jeden Fall sehr schwer am Anfang. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt gesehen, mein Team in Montana, das hat halt einen Big gebraucht, einen athletischen Big. Und das hätte ich sein können für die in dem Jahr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erstmal gedacht, okay, ich halte mich jetzt fit und so weiter. Aber dieses ganze Jahr durchpumpen und dieses ganze Jahr Kondition behalten, war auch sehr schwierig für mich, weil man ja auch nicht so den Erfolg gesehen hat darin. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo ich schaffe jetzt auf einmal 35 Minuten, ich schaffe 40 Minuten, sondern ich habe dann tatsächlich einfach ein bisschen das College-Leben genossen und habe gesagt, ich gehe jetzt zur Schule und lerne ein paar Leute kennen, mache ein paar Sachen anders, die ich in Washington nicht gemacht habe, so komme ein bisschen aus mir raus,
ne, treffe mich auch mal mit anderen Sportlern und so weiter. Und das war natürlich auch einfacher, weil ich durfte auch nicht auf die Auswärtsfahrten mit vom College. Als Redshirt darf man nicht mit. Und das war dann für mich so, okay, jetzt lerne ich mal andere Leute kennen und so weiter. Stichwort kennenlernen. Ich kenne viele Basketballer, die am College waren und da ihre Frau kennengelernt haben. Ist das bei dir auch so oder nicht? Nein, ist bei mir nicht so. Die habe ich in Köln kennengelernt. In Köln. Am Rhein. Ja. College in Köln. Nee, sie ist aus Erfstadt eigentlich, aber sie ist nach Köln gezogen für Studium und so. Und da habe ich sie dann kennengelernt. So, sind wir wieder bei RTL-Niveau, Beziehungskram. Sechs Jahre USA, was hat dich an diesem Land fasziniert und wo hast du dir gedacht, boah, das ist ja gar nicht so ein Land, was mir so gefällt, weil das mag ich nicht in diesem Bereich. Also wie gesagt, das Basketballerische war einfach gigantisch. Also diese Aufmerksamkeit, die Basketball einfach bekommen, nicht nur von den Fans, sondern auch von National TV und von diesen ganzen Turnieren und allem Möglichen, was dann gesponsert wird und gemacht wird, fand ich super toll. Auf der anderen Seite, ja, USA ist halt, die haben halt spezielle Regeln. Ne? Man darf hier nichts umsonst annehmen, da wird auf jede Kleinigkeit geachtet und das ist dann manchmal das, wo ich gesagt habe, okay, komm, lass die Jungs ein bisschen leben, ne? Lass sie ihren Spaß haben und so, aber das war dann doch ein bisschen schwieriger. Mhm. In Montana lief es ja dann basketballerisch richtig gut für dich. Hast fette Zahlen aufgelegt und du hast gesagt, Prep School hast du gemacht, damit du mehr Auswahlmöglichkeiten am College bekommst. Wie viele Auswahlmöglichkeiten hattest du denn nach dem College? Du bist dann nach Ludwigsburg gegangen. Waren es auch andere deutsche Clubs, die sehr heiß drauf waren, dich zu verpflichten? Ja, ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel auch Pro-A-Teams interessiert waren. Aber mein damaliger Agent hat ja gesagt, wir machen nur Bundesliga, nichts anderes. Es war dann Ludwigsburg und tatsächlich auch schon Oldenburg aus dem College raus. Das sind so die zwei, die mir am meisten jetzt in den Kopf kommen. Da gab es, glaube ich, noch ein oder zwei andere Teams, aber ich bin nicht mehr sicher. Es kann sein, dass Tübingen noch ein Fall war. Ich bin aber nicht mehr hundertprozentig sicher bei den Angaben. War das denn für dich klar, dass du dann nach der University wieder nach Deutschland wolltest? Oder hattest du noch andere Sachen im Kopf? Ich hatte natürlich versucht, den Schritt in die NBA zu probieren. Leider habe ich mir da ein bisschen, um ehrlich zu sein, ein bisschen leicht verpokert. Ich habe mit meinem Agenten unterschrieben gehabt und bin dann auch nach Seattle wieder gezogen, Richtung Washington, habe da viel trainiert, um darauf zu hoffen, dass er eine Nachricht bekommt, hier, pass auf, wir wollen den Martin einfliegen und auszuprobieren. Dabei kannte ich eigentlich jemanden aus der Prep School, der später einen Job angenommen hat in Utah, der ganz nah bei den Utah Jazz war. Und da hätte ich dann, er hatte auch zu mir gesagt, hättest du mit mir drüber gesprochen, ich hätte dich bei mir zu Hause aufgenommen und du hättest bei den Trainingseinheiten hier dabei sein können und vielleicht als Überraschung gelten. Und das ist so eine Sache, die ich leicht bereue, dass ich da nicht früher drauf reagiert habe, weil das war ein sehr enger Freund und der hat mir sehr viel in der Prep School geholfen und auch mit der College-Auswahl und so weiter. Dann war es dann doch Ludwigsburg. Aber ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Also. Nein, also wie gesagt, also ich schaue jetzt auch nicht zurück, ich schaue jetzt nur nach vorne zum Glück. Mhm. Und Ludwigsburg war auf jeden Fall sehr interessant für die erste Station. Auf keinen Fall. Ja, es ist ein anderer Basketball. John Patrick kann tough sein, aber macht die Spiele auch besser. Ne? Das muss man auch mal sehen. Du bist aber trotzdem nach einem Jahr gegangen, obwohl du einen Zweijahresvertrag hattest. Das heißt, so ganz reibungslos hat wohl doch nicht alles funktioniert, oder? Ja, ich glaube aber nicht, dass das... Ich glaube, das lag eher an mir. Ich war einfach noch nicht erfahren genug, um in dieser Bundesliga zu spielen. Und das hat man auch in dem Jahr gesehen. Und das ist, für mich ist es dann in dem Falle, sagen wir es so, wenn ich jetzt noch weiter für JP gespielt habe, müsste ich ihm beweisen, was ich kann. Das ist ja gar kein Problem. Aber dieser Neustart woanders ist manchmal für mich ein bisschen interessanter, weil ich da nochmal komplett neu
starten kann mit allem Möglichen. Und das ist dann einfach die Situation, die ich dann gewählt habe. Du hast es gerade gesagt, das lag so an dir. Eine kleine Zwischenfrage. Reflektierst du dich sehr oft selbst? Holst du die Leute dazu, die deine Leistungen reflektieren? Oder wie machst du das? Für Quartal, für Saison? Ja, ich hab einen Agenten dafür, der schaut sich die Spiele natürlich auch an. Ich habe auch einen besten Freund, der super Basketball begeistert ist und der sich jedes Spiel anschaut. Und manchmal, wenn ich wirklich das Gefühl habe, okay, jetzt ist eine Phase, wo ich persönlich nicht weiterkomme, wo ich selber nicht den Einblick habe, dann stelle ich schon genügend Fragen, um zu gucken, inwiefern die Realität für mich wirklich ist, wie die anderen das sehen. Weil es ist immer wichtig, auch mehrere Meinungen zu haben als nur seine eigene. Richtig, aber es gibt vielleicht einige, die sagen nur, ich spüre das alleine und ich mache das mit mir alleine klar. Ne? Die gibt es ja auch. Ja, gut, aber es ist halt, was ich manchmal spüre, ist nicht das, was andere spüren. Und das darf man auch nicht vergessen. Also es ist ja, ich kann das auch voll nachvollziehen von Clubs, wenn die sagen würden, Martin, du bist leider nichts für uns, dann kann ich das nachvollziehen. Es ist natürlich ein Sport, wo produziert werden muss und wenn ich nicht das bringe, was die von mir erhoffen, dann ist es natürlich auch nicht korrekt. Ne? Du hast gesagt, du wolltest einen Neuanfang, den hattest du in Bonn. Ja. Und da hast du echt, ich glaube, man kann sagen, deinen Durchbruch in Deutschland geschafft. Was war in Bonn für dich von den Rahmenbedingungen her so, dass du dann, ich glaube, in deinem zweiten Jahr in Bonn hast du, glaube ich, 13,5 oder sowas aufgelegt, dass du so produzieren konntest? Ich denke, das war zum größten Teil auch Predrag Trunic. Ich habe mich mit ihm nach Ludwigsburg dann in Bonn getroffen, weil mein Bruder lebt in der Nähe von Bonn. Und dann bin ich da kurz rüber und habe ihn dann in der Stadt getroffen und er hat mir dann auch erzählt, also er hat sehr viel College-Videos geguckt und auch die Zeit in Ludwigsburg und er hat dann zu mir gesagt, ich möchte einfach gerne, dass du wieder in diese Richtung von den College-Zeiten gehst, dass du unterm Korb spielst, dass du schnell, dass du wendig bist, dass du athletisch spielst und so weiter und das hat mir einfach sehr gut gefallen und der Stil, was er von mir verlangt hat, ist einfach dieses Pick and Roll, schnell runter und laufen und verteidigen und alles Mögliche. Das hat einfach zu mir gepasst und es hat sich dann einfach weiterentwickelt. Wie schwer ist das eigentlich mal für Außenstehende? Ihr seid ja richtig, richtig da im Basketball zu Hause, aber so ein Vereinswechsel. Man redet ja auch immer, Basketball hat auch was mit Automatismen zu tun. Du hast es den JP-Basketball gelernt, zack, bist du in Bonn. Wie schwer ist das für einen Spieler, sich da umzustellen? Es kommt drauf an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es jetzt hier zum Beispiel beim MBC ein bisschen schwieriger, weil ich später dazu gestoßen bin. Dann kommt auf einmal alles auf einmal auf einen zu. Ich denke, die größte Herausforderung einfach ist wirklich, das Familiäre da mitzunehmen. Also ich muss auch dafür sorgen natürlich, dass meine Frau auch mit kann natürlich und wir haben zwei Hunde, dass die immer mit können und so alles Mögliche und das ist so einer der wichtigen Teile auch. Jetzt, alles andere ist machbar und kann man antrainieren und so weiter. Jetzt Bonn, Oldenburg, jetzt bist du beim MBC. So, du hast selbst gesagt, du bist später dazugekommen. Jetzt schließe ich so ein bisschen die Klammer zum Anfang, nämlich Thailand. Okay, du warst in Oldenburg verletzt. Jetzt hast du spät beim MBC unterschrieben. Es gibt aber Leute, die sagen, das liegt nicht nur daran, dass Martin Bräunig verletzt war, sondern es liegt auch daran, dass Martin Bräunig sehr ernsthaft in diesem Sommer darüber nachgedacht hat, in Thailand zu spielen. Jetzt klär uns bitte mal auf, wie das Ganze einzuordnen ist. Ja, also ich habe tatsächlich probiert, meinen thailändischen Reisepass zu bekommen. Ist jetzt kein Geheimnis mehr, deswegen sage ich es einfach mal durchaus. Das war natürlich ein sehr langer Prozess, weil es war immer ein Hin und Her und bestimmt von 2 Jahren der Fall, weil in Thailand gilt der Wehrdienst noch. Und der Wehrdienst gilt in Thailand bis 46.
Und das heißt, da habe ich mir dann wirklich 2 Jahre lang auch Gedanken gemacht und Papiere sammeln und alles Mögliche. Und da muss man sich überlegen, würde ich mir wirklich 2 Jahre meines Basketballlebens verschwenden, um in den Wehrdienst zu gehen? Und anscheinend ist das jetzt geändert worden, dass wenn man das Land präsentiert mit der Nationalmannschaft, oh, Entschuldigung, ich habe irgendwas gedrückt. Alles gut. Dann ist das so, dass man nicht in diesen Wehrdienst muss. Und für mich ist das dann jetzt noch attraktiver geworden. Das heißt, du würdest dann auch für die thailändische Nationalmannschaft spielen? Ja, das würde ich sehr gerne sogar. Okay, und dann ist das jetzt der MBC sozusagen nur ein Intermezzo, bevor sich Martin Bräunig nach Thailand aufmacht. Kann man das so einstufen? Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, wir hätten auch, ja, wie soll ich das sagen? Wir hätten auch einfach vorher entscheiden können, glaube ich, ich spiele die Saison gar nicht mehr. Also das war jetzt einfach nicht so ein Intermezzo, sondern ich hatte ein Gespräch mit Martin und der Prozess dauert noch etwas und es hat mir gefallen, was Igor und Martin gesagt haben und jetzt ist mein kompletter Fokus auf den MBC. Also das mit Thailand, das ist jetzt noch nebensächlich, das wird auch noch nebensächlich hier bearbeitet, aber wie gesagt, ich werde jetzt den MBC erstmal von mir geben. Jetzt aber trotzdem die Frage, ich muss nachhaken. MBC, Deutschland, eine Liga mit einer gewachsenen Qualität, eine etablierte Liga in Europa, Thailand, wo du in deiner Kindheit Basketball überhaupt nicht wahrgenommen hast. Was sind die Beweggründe, zu diesem Zeitpunkt für dich ernsthaft darüber nachzudenken, das zu machen? Also mit ernsthaft meine ich jetzt nicht, dass ich das in irgendeiner Form in Frage stellen will, sondern ich will einfach nur mal, wie tickst du in dem Bereich, dass du sagst, das wäre jetzt für mich zu diesem Zeitpunkt eine coole Sache? Also für mich ist das ganz einfach. In Thailand, wenn ich thailändischer Nationalspieler bin, bin ich nicht nur Thailänder, sondern dann bin ich Asiate. Das heißt, ich kann in verschiedenen Regionen spielen. Ich könnte auch in Taiwan oder China vielleicht spielen. Das ist eine Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite ist das so, ich kann eigentlich immer, wenn ich möchte, also natürlich hängt das nur 50-50 von mir ab, aber nach Deutschland zurückkehren. Und wie gesagt, wir hatten vorhin darüber gesprochen, was Neues auszuprobieren, wo ich gerne viel Motivation rauskriege und so weiter und dass ich da noch was ganz anderes auf der Welt sehe und noch mal ein bisschen, ich habe schon immer geliebt, rumzureisen in der ganzen Welt mit der Champions League, um mir verschiedene Gerichte auszuprobieren und das wäre einfach noch mal ein neuer Stop für mich. Also bevor jetzt Olli kommt, weil du Gerichte genannt hast, da wird er aber noch drauf zurückkommen, weil eines von Ollis Lieblingsthemen in diesem Podcast ist das Essen. Und er versucht immer wieder gute Gerichte aufzuschnappen. Und da wirst, weil die thailändische Küche ist ja herausragend, da werden wir sicherlich noch drauf zurückkommen. Aber jetzt noch mal konkret, du bist ein Weltenbummler, der gerne neue Sachen kennenlernt. Wie lange läuft dein Kontrakt beim MBC? Bis zum Ende der Saison wird er laufen. Und das heißt, dass dann 2023 du die Situation einfach neu für dich oder wieder für dich bewertest und eine Entscheidung triffst, bleibe ich hier oder gehe ich wirklich nach Asien? Genau, das wird nochmal komplett neu entschieden. Aber ich muss auch zudem sagen, meine Frau und ich haben uns auch sehr intensiv unterhalten, jetzt die ersten paar Wochen hier in Weißenfels und ich bin sehr positiv überrascht vom MBC. Einfach, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich hier in diesen Stil auch und mit dem Trainer sehr gut reinpasse. Muss man denn eigentlich in Thailand leben und spielen, um in der thailändischen Nationalmannschaft aktiv zu sein? Geht das nicht, dass du beim MBC spielst und dann zu Länderspiel-Nationalmannschaftsfenstern dahin reist? Das ist auch möglich, ja. Die haben auch ein paar Amerikaner, die sind halb Amis, halb Thais und die fliegen immer für die Fieberbreaks zurück, ja. Da haben wir doch unseren Kompromiss. Ja, der Kompromiss wäre da. Aber für mich ist das ja, also es ist jetzt nicht unbedingt ein Supermuss, nach Thailand zu gehen, aber es gibt einfach auch noch einen anderen Grund, warum dieser Pass so für mich interessant ist. Und zwar ist das Investment dort mit den Immobilien.
Also nicht, dass ich investieren möchte, sondern dass ich mir selber vielleicht ein Heim aufbauen möchte in Thailand. Und das darf man leider nur als Staatsbürger. Ja. Okay. Stefan, nichts mit Ferienhaus bauen in Thailand, wie du das wolltest, vergiss es. Ja, Olli, du warst ja auch nicht bereit, mir mit den 2-Millionen-Kredit für dieses geplante Ferienhaus zu geben, du alter Krösus. Ja. So, aber Olli, jetzt liegt der Ball mal wieder in deinem Feld. Martin hat es angesprochen. Nee, ich habe erst noch was anderes. Der Weltenbummler Martin Bräunig. Jetzt drehen wir mal zurück in Deutschland. Das warst du ja auch in verschiedenen Regionen in Deutschland. Sachsen-Anhalt bist du jetzt, hast was zu tun. Du warst im Rheinland, du warst in Schwaben, in Oldenburg. Hast du da eigentlich Unterschiede gemerkt? Weg vom Basketball hin zu den Menschen, die da sind? Ja, Riesenunterschiede. Hin zum, natürlich zum Essen, logisch. Ja, nee, also für mich Riesenunterschiede. Ehrlich? Das muss ich ganz sagen. Also im Rheinland war das natürlich, da habe ich mich heimisch gefühlt. Ich wusste, wo was war, ich wusste, wo ich hin kann, ich wusste, was ich machen kann und so weiter. Meine Familie ist in der Nähe, da hatte ich immer was zu tun. In Niedersachsen war es ein bisschen schwieriger, weil, ja, wie soll ich sagen, also mir ist da schon einiges Negatives passiert, weil ich habe natürlich 2 Hunde und manchmal gibt es da Leute, die dann ein bisschen mehr meckern und einen doof anmachen und das ist mir zum Beispiel, wo ich es am größten erwarte, dann im Weißenfels noch fast gar nicht passiert und deswegen merkt man das schon eigentlich so von den ganzen Regionen her. Da müssen wir natürlich fragen, was hast du für Hunde und wie heißen die? Ich habe einen Kangal-Mix und einen Terrier-Mix und die sind 4 und 5. Okay, und haben auch Namen. Stefan heißen die. Stefan und Olli, genau. Stefan und Olli, genau. Nee, Bibi und Philu. Wunderbar. Dann noch eine Frage. Wir reden alle über einen Basketball-Hype. Jetzt bist du in Weißenfels nach der Europameisterschaft. Die Saison läuft. Hast du irgendetwas gespürt, dass irgendetwas anders ist als in den letzten Jahren? Gibt es diesen Hype? Spürst du diesen Hype? Oder ist das auch ein bisschen konstruiert? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Ich kann mir vorstellen, dass ich in den großen Städten mehr bemerken würde als in Weißenfels, ja. Denke schon. Also in Hamburg war da schon auf jeden Fall was los, als wir das erste Spiel in Hamburg hatten. Und ich hoffe, dass es in Weißenfels auch noch kommt. Aber bis jetzt sind ja auch bis jetzt nur 3 Spiele gespielt und ich hoffe, da kommt noch einiges auf uns zu. Und jetzt die Frage aller Fragen. Ne? Jetzt ist ja das, was Stefan schon angedeutet hat. Er will es ja auch wissen. Wir kommen zum Essen. Also die thailändische erstens, Küche. Isst du grundsätzlich sehr gerne thailändisch? A und B, was würdest du uns empfehlen, was vielleicht mal was ist, was man nicht unbedingt beim Thailänder in Deutschland serviert bekommt? Okay, es kommt drauf an, was für ein Thailänder. Ich grundsätzlich ich liebe es, thailändisch zu essen. Meine Mutter macht auch ständig Thai. Und wenn ich sie frage und ich sage, ich komme morgen vorbei, dann würde sie sofort auch Thai kochen, gar keine Frage. Beim Thailänder, also es kommt immer drauf an, wie gut der Thailänder ist. Wenn es ein Original-Thailänder ist, dann hat er auch andere Gerichte, die es in, ja, wie soll ich das sagen? Also, Es gibt schon ein paar Gerichte, die gibt es auf jeden Fall in jedem Thailaden, aber dann gibt es auch wieder andere Gerichte, die gibt es nicht in jedem Thailaden. Ne? Und ich weiß nicht, steht dir so auf scharf? Scharfes Essen? Ja, also ich esse gerne scharf, ja. Ja, okay. Es gibt so einen knusprigen Ente mit Minze und Koriander, sozusagen so eine Salat, den man mit Reis gerne isst oder so ein Sumtam heißt das, ein Papaya-Salat mit ein bisschen mit so kleinen Shrimps, den man auch gerne mit Reis isst und das mache ich dann auch zu Hause gerne. Oh, Stefan, wir müssen nach Weißenfels. Olli, ja. du fährst nach Weißenfels. Ich glaube, der Mann ist gerade eingeladen. Olli, am Samstag bringe ich das mit. Ja, siehst du, Olli. Ja, ich habe ja das Vergnügen, jetzt ist Donnerstag, wo wir den aufnehmen, dass ich Samstag zu euch darf nach Weißenfels für Magenta. Freue mich sehr drauf. Apropos Martin, bringt ihr thailändisches Essen mit?
Vielleicht sollten wir das mal unseren Zuschauern hier auch erwähnen. Wir hatten ja mal den Podcast mit Tommy Klepeis, der uns irgendwie ein ganz wildes österreichisches alkoholisches Getränk, von dem man blind wird, angeboten hat, Uhudler. Und jetzt waren wir in Ulm zum Eurocup-Auftakt und haben Tommy nicht vorher informiert. Und als er mich in der Halle gesehen hat, hat er mich darauf aufmerksam gemacht. Mensch, sag doch vorher mal Bescheid, dann bringe ich dir den Uhudler mit. Also nur so viel für die Hörer. Also sobald wir Uhudler getrunken haben, melden wir uns, ob wir noch sehen können. Ja. Aber die sind ja irgendwo in Flaschen, ist für einfach. Ich kann ja jetzt nicht von Martin Bräunig verlangen, dass er jetzt in der Küche steht und wenn ich dann komme, dass er mir da was präsentiert. Das ist ein bisschen, da habe ich vielleicht das Gewissen. Möglich wäre es schon, aber leider habe ich ein paar Utensilien in Köln stehen lassen. Und die hole ich erst nach dem Spiel ab. Also das heißt, wenn du eine Woche später kommst, würde ich dir was mitbringen. Dann lass ich mich einteilen. Gibt es denn auch irgendwie so einen thailändischen Schnaps, so Pflaumenschnaps, da gibt es so ab und zu. Ist das Thailand oder ist das der Chinesen? Ich glaube, diesen Lychee-Saft da. Und irgendwie sowas gibt es doch, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja. Oh. Weiß nicht, es gibt auch so ein Bier mit so einem Elefanten drauf von Chang oder so. Thailändisches Bier gibt es, ja, hast du recht. Jetzt sind wir, sind wir ein bisschen weg woanders, aber es ist ja wunderbar. Martin Bräunig in 20 Jahren, wohnst du dann in Thailand, hast du dein Haus und deine Hunde? Ist das so das, wo du hin willst, oder ist es vielleicht nur eine Episode und dann kommst du wieder nach Deutschland? Wo bist du in 24 Jahren? Das kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, weil es gerade so ist, dass meine Frau mir sehr viel hinterherläuft hier mit meinem Verein und alles super toll mitmacht und mich super unterstützt. Und ich habe ihr versprochen, dass nach meiner Karriere, dass sie da was zu sagen hat und sie entscheiden darf, wo sie gerne leben möchte. Und dann richte ich mich vollkommen nach ihr. Ja? Das ist so eine Liebe wie zwischen uns, merkst du das? Nein, nicht zwischen uns. Wie zwischen Philipp Schwedhelm und seiner Frau. Wir hatten Philipp Schwedhelm ja auch mal hier, der ja auch mit seiner Frau diese Vereinbarung getroffen hat, die ist Norwegerin, dass wenn es mit dem Basketball vorbei ist, dass es dann in ihre Heimat geht. Ja, das stimmt. Das ist clever, wie du diese Programmhinweise so versteckst. Großartig. Ja, ja. Das ist großartig. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, Martin, was machen wir mit dir? Also, wir wissen noch gar nicht, was im nächsten Sommer mit dir passiert. Möglicherweise Weißenfels, möglicherweise Thailand, möglicherweise auch ganz was anderes. Ja, das weiß noch keiner. Steht in den Sternen bis jetzt. Aber sag uns als erstes Bescheid, dass wir lieb. Das wäre super. Dann müsst ihr nochmal, das Problem ist halt, müsst ihr mir nochmal schreiben, wenn es soweit ist. Weil Ich habe auch diesen Sommer ein paar Leute vergessen und hab dann ein paar böse Nachrichten bekommen. Ich musste das über Social Media erfahren. Und das war dann. Ich bin ja jetzt grundsätzlich nicht so einer, aber es ging mit MBC wirklich so ruckzuck, dass ich da nicht mal so eine richtige Chance hatte, wirklich den Leuten Bescheid zu geben. Und ich war ja in Köln im Training und habe sogar den Jungs da Bescheid gegeben: Hey Jungs, ich komme nicht mehr. Aber dann habe ich so Freunde hier im Alltag vergessen und ist leider so passiert. Geht dann gar nicht. Ganz zum Schluss, du hast eben so ein bisschen angefangen, die Lobeshymne, was Weißenfels angeht. Was ist denn da so, was dir so gut gefällt? Was passt da so gut zu Martin Bräunig? Ich finde die Teamchemie, meine Rolle vor allem. Und ich finde auch das Coaching vom Igor sehr toll. Also er ist zwar hart mit mir, aber es zeigt mir auch, dass er mich da sehr schätzt und auch mich verbessern möchte. Und das ist so eine Sache, wo ich denke, es macht mir auf jeden Fall Spaß. Es ist sehr anstrengend, aber es macht mir sehr Spaß. Ihr seid auch mehr so ein Ü30-Team der Liga, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Für Meldaden ist Ü40. Ja, der bringt den Schnitt wieder zu weit nach oben. Muss man ehrlich sagen. Also das sind ja nochmal fast 10 Jahre. 10 Jahre mehr als ich. Ja. Wenn man dann zu einem Radikalisieren, das sind dann schon fast 20. Ne? Da könnte der Vater sein, ne? Irre. Ja, genau. Ist das ein Vorteil, wenn man so viele alte Hasen hat, oder gibt es auch Nachteile? Also bis jetzt sehe ich eigentlich nur Vorteile, aber wir werden sehen.
Wir warten mal ab in ein paar Monaten, wenn der Körper nicht mehr. Der Körper schon. Ja. Und wenn die Anfang mit 20er dann wieder rumwirbeln, dann ne, weißt du Bescheid. Auf jeden Fall. Man weiß auf jeden Fall, wer immer beim Physio ist. Also man sieht schon, wer beim Physio zuerst ist und so. Wohl eher die Älteren, ne? Ja, ich gehöre auch dazu. Martin, das war wunderbar. Stefan, sagst du nochmal seinen zweiten Namen? Nee. müsste ich jetzt entweder seinen Wikipedia-Eintrag öffnen oder Martin müsste es nochmal sagen, dass ich es nachspreche, aber auswendig kann ich es schon nicht mehr. Es hat was mit dem Sport Tischtennis zu tun. Und mit, wenn man mit einer Voltanzahl rechnet. Also da hast du schon mal den größten Teil meines Namens. Genau. Also Pong war auf jeden Fall dabei. Pong war dabei, ja. Nie. Okay. Was? Pong. Ja, genau, sehr gut. Super, Olli. Dankeschön. Aber wie war nochmal sein Vorname? Habe ich vergessen. Ja, jetzt bevor es jetzt wieder ganz niveaulos wird. Martin Pong Niewat Bräunig, danke für deine Zeit. Ja. Danke. Dass du die richtigen Entscheidungen triffst für dich und Frau und Hunde, ne, auf jeden Fall. Und dass du gesund bleibst. Ja. Das ist das Allerwichtigste, ja. Ne? Ja, und wenn du in Thailand ein Haus hast, mach da so ein kleines Zimmerchen rein, da besuchen wir dich mal. So ein Ferien in Thailand ist bestimmt spannend. Ja, da wird so ein Poolhaus hinkommen. Ja, klingt gut. <Yes. lacht> Habe ich mir gedacht. Alles klar, vielen lieben Dank. Das war Martin Bräunig vom MBC und vielleicht ja nächstes Jahr reisen wir alle nach Thailand und besuchen ihn dann in Thailand. Und Stefan kommt mit, oder? Ich würde auf jeden Fall mitkommen und sag auch nochmal ganz lieben Dank an Martin und alles Gute, Martin, und dir, Olli, auch alles Gute. Dankeschön. Wir sehen uns und hören uns hier spätestens beim Podcast Talking Basketball. Alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.